So. Ja, ne, mal gucken. Wir müssen in den inneren Bezirk. Dafür müssen wir ja für diese Nachtwache oder so ähnlich da das Ding besorgen. Das Abwachen, das Abzeichen. So, wenn ich hier gerade ausschaue, soll ich ja das Tor sehen. Ne, sehe ich nicht. Aber wenn ich nach geradeaus gehe, glaube ich, ne, dann sehe ich das. Oh, was ist das? Da war ja hier dieses Symbol hier. Warte mal. Ich hätte gerne mehr Belegungstasten für solche Zauber. Stattdessen muss ich mir die halt hier ständig raussuchen. Wo meint das mal hin? Da. Ja, was hat er mir jetzt gezeigt? Nicht. Okay. Ich meine, da waren wir ja schon. Da sind ja auch diese zwei leeren Truhen, die wir da hatten. Stimmt, hier rüber komme ich ja nicht darunter. Dabei hast du da extra so eine Leiter, die du theoretisch da runtertreten könntest. Kannst aber nicht lang. Weil Gemüsepudding. Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Da ist ja schon wieder ein Blümchen. Eins. Nehmen wir einfach mal mit. Man weiß ja nie. So, dann gehen wir hier wieder rein. Hier ist ja das, ja doch, die Gilde, die Nachtwache und dieser, wie ist der Kronos? Ist ja der letzte seiner Art sozusagen. Mal gucken. Es war irgendwo hoch, ne? Hier. Gucken wir mal, ob wir einen unserer Zauber verwenden können. Der ist immun gegen unseren Rabendings. Da haben wir ja noch unseren Blutzoll. Ah, das geht. Okay. Das ist also ein Fernkampfangriff. Wäre ja nett, wenn es dabei stehen würde in irgendeiner Form. Aber nun gut. Ist wie es ist. Hauptsache ist, wir haben unseren Auftrag abgeschlossen. Ne? Gut. Bin ich ja schon mal zufrieden mit. Ne? So, dann. Da kommt er auch schon angelaufen. Ich habe es. Großartig. Naja, es ist aber schon ein wenig zerkratzt. Wie auch immer, hier ist der Schlüssel zum Tor des inneren Bezirks. Wurde jahrelang nicht benutzt, aber ganz bestimmt wird er das Tor aufsperren können. Probier's aus. Warum haben Sie das Tor zum inneren Bezirk überhaupt geschlossen, frage ich mich. Und ohne davor die Nachtwache zu informieren? Keine Manieren, das Pack. Also wirklich, warum läufst du auch gegen mich? Hier ist ja auch nochmal so ein Tor, da waren wir aber auch schon durch, ne? So, bevor ich jetzt durch das Tor durchgehe, würde ich aber gerne nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwas vergessen habe, verpasst habe. Schwert von St. Antonius, da müssen wir auch in den inneren Bezirk, in irgendeine Kanalisation, Katakomben oder sowas. Zugang zum Amphitheater. Brauche ich dazu Hilfe? Mal gucken. Minenarbeit. Was haben wir doch eigentlich gemacht? Wir hatten eigentlich die ganzen Wühler beseitigt. Eine Mine. Ja, vielleicht müssen wir mit dem Beppo da nochmal reden. Okay, dann haben wir soweit alles eigentlich hier im äußeren Bezirk erledigt. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, wie wir jetzt hier reinkommen. Einfach A drücken. Das ging ja schon fast zu einfach. Wird aber auch mal Zeit. Ich frage mich, ob Sie mich schon vermisst haben. Das heißt, danke, du blöde Schnäpfe. Ich glaube es nicht. Nicht nur, dass dieser Kerl allen Assassinen entkommen ist. Er hat auch noch einen von uns fünf getötet. Obwohl es
fast unmöglich ist, uns umzubringen. Wurde mir zumindest gesagt. Oder sie. Wie bitte? Ich meine, die Person, nach der wir suchen, könnte auch eine Frau sein. Meine Liebe, wir haben dich nicht in diesen illustren Kreis gerufen, um deine Meinung zu hören. Wir brauchen dich nur als Kämpferin. Und vielleicht noch, um gut auszusehen. Mein Doge, warum esst ihr überhaupt noch etwas? Ihr seid tot. Soll ich deswegen etwa auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichten? Auf das Zeugen des einen oder anderen Erben? Bei allem Respekt, Euer Exzellenz. Eure gewaltige Macht war uns auch keine große Hilfe. Diese Person ist entkommen. Wir müssen unsere Pläne ändern. Lasst mich das angehen. Ich kann die Stadt durchkämmen und diese Person ausfindig machen. Aber nicht nur mit roher Gewalt, sondern mit Geschick. Meine Stärke entstammt der Begabung, mit korrupten Leuten auf die richtige Weise umzugehen. Und glaubt mir, jeder Mensch kann manipuliert werden. So soll es sein. Finde diese Person. Dazu brauche ich allerdings die uneingeschränkte Befehlsgewalt über Venedig. Seine Exzellenz der Doge wird euch sicher alle Mittel zur Verfügung stellen, die ihr benötigt. Stimmt das nicht, Eure Hoheit? Also, uneingeschränkte Befehlsgewalt? Ich bin mir nicht sicher. Es ist zum Wohle von uns allen und für den Erfolg unserer Bemühungen. Na, was soll's. Tun wir es! Meine Wachen sind sowieso ein Haufen unfähiger Verräter. Lassen wir es ihn versuchen. Ich habe euer Wort. Ich werde tun, was ich für nötig erachte. Und ihn finden. Oder sie. Okay. Das ist also der Doge, ja. Sieht für mich ja nicht sonderlich vielversprechend aus. Aber egal, wir sind jetzt im inneren Bezirk. Das sind also die neuen Handlanger von einem anderen Beppo, ja? Na, ich weiß ja nicht. Ich bin da skeptisch. Aber nun gut. Was ist da? Wegweiser betrachten. Äußerer Bezirk. Innerer Bezirk. Okay. Er kommt mit uns. Nein, nein, bitte! Hör auf! Wir bringen ihn auf unser Schiff. Und dann wird er für seine Taten bezahlen. Aber er hat doch gar nichts getan! Schweig! Nein, bitte! Schweig, hab ich gesagt. Hab keine Angst. Mir wird nichts passieren. Bewegung! Los! Ich sagte doch, dass diese persischen Söldner ein Problem sein würden. Wir müssen etwas tun. Du hast recht. Ich werde nach Hilfe suchen. Gut, gehen wir. Okay. Fragen wir erstmal die Dame, was ist da los? Ey, jo, Tag, ey. Mein Mann! Oh, mein geliebter Mann! Er hat nie etwas falsch gemacht. Und jetzt nehmen ihn diese brutalen Soldaten gefangen und bringen ihn auf ihr Schiff. Da müssen wir halt dahin. Hilfe anbieten. Ich werde ihn finden und nach Hause bringen. Das wirst du? Oh, danke, meine Liebe. Gut. Kann ich da rein? Oh, nicht so schnell. Wer bist du und woher kommst du? Ich bin ich und ich komme von da. Eine Händlerin. Ich bin eine Händlerin. Funktioniert immer. Aha. Womit handelst du denn? Kräuter. Wieso kann ich Kräuter nicht anbieten? Mit Ohren von neugierigen Wächtern. Nahrung. Nahrung. Es darf in dieser Stadt keine Nahrung mehr verkauft werden. Dies ist ein strenger Befehl der Besatzungsmacht. Wenn wir beobachten, wie du mit Nahrung handelst, wirst du ins Gefängnis geworfen. Du darfst passieren. Hä? Wo ist jetzt der Sinn? Es darf nicht mit Nahrung gehandelt werden. Wenn wir sehen, dass du mit Nahrung handelst, dann wann ist es ins Gefängnis? Du darfst passieren. Hä?
Hä? Sinn? Was kann ich für dich tun? Die handelt auch mit Nahrung. Ich möchte deine Waren sehen. Sieht gut aus. Na gut, okay. So, wir haben... Das ist jetzt derzeit unser aktuelles Schwert, ne? Kaufen mal das hier. Das hier. Diese 11 Stück hier. Schon sind wir reich. Jo. Okay. Oh, warte, hier kann ich nochmal mit dem Raben irgendwo was gucken. Was? Achso, ach, es ist jetzt gar nicht ausgerüstet. Falsche Taste. So. Oh, Piraten. Oder so. Hallo. Er ist auch ein Händler. Das ist ja toll. Aber wo haben sie denn jetzt den Typ hingebracht, der jetzt hier hingebracht wurde? Aha. Was diese Vögel sagen sollen, ich weiß ja nicht. Das ist ja gar nicht so schwer. Das kriegt selbst ich hin. Also, manchmal. Hier ist aber gar nichts. Außer hier. Hier ist eine Kiste. Da bin ich doch ganz offen und Ohr oder so ähnlich. Und da drin haben wir... Geil, jede Menge Schrott. Wollte ich immer mal haben. Finde aber auch schön. Ja, wieder halt sowas wie so ein Nahrungshändler und sowas halt so viel Geld hat, um mir die ganzen Schwerter und sowas halt abzunehmen. Ist halt typisch RPG, ne? Aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, eigentlich dürften sie nicht so viel Geld haben, um mir die ganzen Reichtümer teilweise auch abzukaufen und so. Oh, beschweren will ich mir nicht. Jetzt habe ich wieder geschafft, dass ich irgendwo oberhalb laufe. Also, jetzt geht's. So. Wo könnten die den denn hingebracht haben? Zum Schiff, ne? Falls ich hier irgendwo das Schiff sehe. Oh, hier ist hier so ein Dingens. Wo? Ach, das ist unten, okay. Da ist auch eine Kiste. Wo komme ich denn hier runter? Da ist das Schiff. Und hier ist auch nochmal irgendwo was. Da. Einmal da durch. Das wird prima. Hoffe ich. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Gemälde. Jede Menge Gemälde. Aber sonst halt tatsächlich eher weniger, ne? Nichts, womit ich großartig jetzt was anfangen kann. Warum kann ich hier rein? Es gibt doch nur das eine Portal. Vielleicht muss man hier später für irgendeine Nebenquest rein und ein Gemälde holen. Oder eins malen. Oder ein Weltbild zerstören oder so. Kann ich einfach runterspringen? Nein. Ah, ich könnte hier rüber und dann da rüber und dann... Nö, da komme ich auch nicht so hin. Verdammt. Wie komme ich denn da hin, wo jetzt die Kiste ist? Da muss es ja dann wahrscheinlich über einen anderen Portalweg dann weggeben, dass ich dann da rauskomme.